Sind die jetzt schon live? Ich glaube, es funktioniert. Ich glaube, die Kameras laufen. Ach du meine Güte. Und meine Frisur, ist die okay? Die Frisur, die passt, ist alles gut, alles gut. Okay. Perfekt, optimal. Also, wir sind angekommen bei uns in der Küche. Und wir werden spezielle Mitglieder der rotarischen Familie hierhin einladen, um ein bisschen mehr zu beleuchten, wer denn eigentlich unsere Mitglieder sind. In unserem Distrikt 1940. Im Distrikt 1940 und was sie so Besonderes leisten und können und tun. Das ist die Idee. Ganz besondere Menschen, ja. Wir haben gesagt, wir geben dem Ganzen einen Titel dieser Serie und der Titel heißt Auf ein Glas. Heute haben wir natürlich auch ein Glas, aber diesmal gibt es nur Wasser. Nächstes Mal gibt es ja, je nachdem was der Gast so will, dann tatsächlich, weiß ich nicht, Wein, Bier, Schnaps, naja, Rum. Wir wollen schon noch normale Gespräche führen, oder? Ja, ein, zwei Schnaps, da kann man schon noch, glaube ich. Okay. Das geht. Gut. Wir wollen ja auch tatsächlich so ein bisschen beleuchten, was die Persönlichkeit der jeweiligen Person ausmacht. Auf also ein nicht Glas. Nur, was sie tun. Prost. Prost. Mit Wasser. Gilt auf auch. Auf unser neues Format. So, wir haben gedacht, wir laden hier in die Küche ein, weil die guten Partys finden alle immer in der Küche Absolut. Statt. Und hier hoffen wir dann doch durch Wein und Bier und Co., dass man so ein bisschen die gemütliche Atmosphäre nutzen kann, damit unsere Zuschauer draußen sich auch vielleicht zu Hause in die Küche setzen oder ins Wohnzimmer oder auf die Couch und uns mitverfolgen und erzählen oder hören, was wir so tun. Und natürlich mit uns auch anstoßen. Und mit uns anstoßen. Aber das Ganze ist natürlich nicht einfach nur eine Talksendung. Also wir wollen ja schon ein bisschen was Besseres machen. Also es soll um die Menschen gehen, aber auch das, was sie machen. Auch das, was sie machen. Und es soll nicht nur um uns gehen hier im Raum, in unserer Küche, sondern wir wollen natürlich die Leute von draußen mit reinholen. Das heißt, wir haben das Ganze interaktiv geplant. Ihr könnt alle da draußen mitmachen. Wir binden euch ein und ihr steuert so ein bisschen das Gespräch. Sodass wir hier drin wissen, was euch draußen interessiert. Könnt dann gemeinsam abstimmen und dann lenken wir das Gespräch in die Richtung, sodass es immer spannend bleibt. Und mit wem reden wir? Beim ersten Mal? Ja, beim ersten Mal, da kannst du vielleicht ein Buch zeigen. Der Sven ist mit uns dabei. Jawohl. Sven Kellerhoff. Sven Felix Kellerhoff haben wir eingeladen. Genau. Rotarier bei uns im Distrikt und hat mehrere Bücher geschrieben. Ja, er ist in erster Linie Historiker und hat heavy historische Bücher geschrieben. Ich habe mal bei Amazon ausgedruckt, wirklich NSDAP, Hitler, Mein Kampf und zuletzt eben ganz neu eine kurze Geschichte der RAF. Und weil die RAF jetzt eben eine Art Jubiläum hat, Jubiläum, ja, genau. Genau, ist das ganz aktuell und heute ist auch ein besonderer Tag. Das würde uns, also dann, wenn wir mit ihm sprechen, wird er uns dann erzählen. Aber er ist gleichzeitig auch noch Krimi-Autor. Der erste Krimi, Die Tote im Wannsee, zusammen mit zwei anderen Autoren. Cool. Und der zweite ist, sollte eigentlich während Corona erscheinen, aber ist jetzt auf nächstes Jahr verschoben. Ist verschoben. Den gibt es schon. Und das wird ein äußerst spannender Abend, eine spannende Küchensession. Erstens haben wir super Themen und ich denke, wir werden ganz viel über sein Buch über die RAF auch sprechen, eben aus gegebenem Anlass. Werden da viel Insights erfahren, vielleicht Dinge, die er so noch gar nicht im Buch mit drin hat. Ein paar Highlights, die ganz spannend sind. Und ihr draußen könnt natürlich Fragen stellen. Also wer mitmachen möchte, der stellt dann auch im Chat Fragen, die wir hier direkt weiterreichen an unseren Gast. Genau. Und los geht's am Montag, den 13. Oktober. Sofern Corona uns lässt. Entschuldigung, nein, es ist Dienstag. Dienstag, den 13. Oktober. Aber auch da gilt, sofern Corona uns lässt. Ja. Wir müssen natürlich schauen, ob wir uns überhaupt treffen dürfen in dieser Anzahl, in dieser kleinen Küche. Und wenn, dann machen wir das um 19.30 Uhr. Genau, und geplant sind jetzt mal 90 Minuten, weil ich glaube, es gibt viel zu reden und viel zu sagen. Und wir haben auch natürlich einiges vorbereitet, die Beiträge, die wir einspielen können, Fotos, die wir zeigen können, die Sven mitbringt und so weiter. Es wird ein runder Abend, also man hört nicht nur uns labern und sprechen hier, sondern man sieht schon auch bestimmte Dinge, die Sven in seiner Recherche auch gefunden hat oder noch in seinen Datenbanken und in seinen Schubladen zu Hause liegen hat. Und wie kommt man überhaupt dahin, dass man zugucken kann? Das ist natürlich eine ganz einfache Geschichte. Man geht einfach auf unseren Blog. Dort wartet schon der Livestream um die Zeit, die angesagt wird. Und dann kann man da live mitschauen und natürlich auch mit abstimmen, mit dabei sein, Fragen stellen.
Und in der Kurzbeschreibung gibt es dann natürlich noch ein paar andere Hinweise und natürlich dann später auch die Links zu allem, was wir hier so besprochen haben. Selbstverständlich könnt ihr den Livestream auch später nochmal anschauen. Der wird dann auf YouTube gestellt. Der wird dann über auf YouTube Blog. Auf dem Blog auch wieder erscheinen. Genau. Und vielleicht ist es mal ganz spannend zu sehen, welchen Aufwand wir hier betreiben. Wir haben ja nicht nur uns beide hier vor der Kamera, sondern wir haben ja mehrere Kameras hier im Raum. Und der Lennart ist hinter der Kamera momentan, hinter allen Kameras eigentlich, unser Regisseur. Es sind noch viele andere, die heute gar nicht mit im Raum sind. Corona-technisch arbeiten die von außen zu über online. Und man sieht dann schon verschiedene Kameras, die aufgebaut sind, wie im Fernsehstudio eigentlich, aber mit sehr, sehr einfachen Mitteln. Und wir kommen trotzdem, glaube ich, zu dem Ergebnis, dass wir dann eine schöne gemeinsame Zeit verleben können, auch wenn wir wegen Corona nicht alle im Raum sein können. Das hoffen wir, da freuen wir uns sehr drauf. Und ich muss noch mal sagen, hier haben wir was vergessen, wer wir überhaupt sind. Unbedingt. Das macht nämlich hier das Social Media Team vom Distrikt 1940. Und Edda von unserem Team hat uns einen wunderbaren Aufsteller gemacht, extra dafür, dass man sieht, wer alles dabei ist. Rotary, jeweils wir halten uns an den Händen, machen gemeinsam was. Interact, Rotex, Innerwheel und Rotaract. Die gesamte Familie vereint. Und von allen werden wir irgendwann mal Gäste jemand hier zu Gast haben. haben, natürlich, Absolut, mit denen wir selbstverständlich. ins Gespräch kommen. Das ist der Plan. Und ich freue mich auf ganz, ganz viele Special Drinks. Ich stehe hier quasi an der Bar, hinter mir der Kühlschrank, der Ofen. Wir können ja alles hier vorbereiten machen. Und vielleicht bringt der ein oder andere tatsächlich auch ein Fläschchen Wein mit oder was Spezielles, um uns ein bisschen zu zeigen, was er so erfahren hat in der letzten Zeit. Dann stoßen wir an auf Wir stoßen an auf den Startpunkt. 13. Birgit, Oktober. 13. Florian. Oktober. Ich hoffe, dass alles klappt. Und in diesem Sinne werden wir jetzt weiter üben. Wir haben uns aber eigentlich gar nicht vorgestellt, ne? Nee, Das weil ist ich. der Florian Gottschall vom Rotary Club Platz der Republik. Genau, und das ist die Birgit Weichmann und sie hat eigentlich das Social Media Team ins Leben gerufen. Oh Gott. Ja, und jetzt deswegen müssen wir uns heute hier stehen. Ja, genau. Prost! Prost!